Sonntagmorgen finden die Überlebenden sich bei schönstem Wetter umgeben von Eisbergen, die im Sonnenaufgang rosig schimmern. Nun ist endlich die Carpathia zur Stelle und beginnt ihre verzweifelte Rettungsaktion. An Bord des für 1000 Menschen gebauten Schiffes hatte man sich auf mehr als 2000 Überlebende eingestellt. Doch letztlich werden nur 15 Rettungsboote mit 700 Titanic-Passagieren geborgen. Die meisten von ihnen sind wie gelähmt von dem Schock und der Kälte der Nacht. Kapitän Rostron bietet Madeleine Force Astor seine eigene Kabine an. Der sich bei der Flucht aus dem sinkenden Schiff beide Beine gebrochen hat, ist schon am Abend wieder auf Posten. Diesmal im Telegrafenraum der Carpathia, aus dem er erste Namen übermittelt. Florette Guggenheim erhält erst am Freitag Gewissheit über das Schicksal ihres Mannes, als Steward James Edges ihr sein heldenhaftes Verhalten in den letzten Minuten seines Lebens schildert. Kurz danach wurden die letzten Rettungsboote zu Wasser gelassen und ich erhielt von einem wachhabenden Offizier den Befehl, eines der Ruder zu besetzen. Ich winkte Mr. Guggenheim noch einmal zu und sah ihn nicht mehr wieder. Guggenheims frivole Eskapaden sind nun schlagartig vergessen. Sein ehrenwerter Tod macht ihn zum Helden für seine Familie und sein Land. Die 16-jährige Kate Gilmore wird von ihrer überglücklichen Schwester Molly empfangen. Eine Fotografie der freudestrahlenden Schwestern sollte die Eltern im fernen Irland beruhigen. Noch immer geht Vincent Astor davon aus, dass sein Vater irgendwie gerettet wurde. Doch schon der nächste Tag bringt das Ende aller Hoffnung. Es bleibt nur die trostlose Aufgabe, die Toten auf dem Atlantik einzusammeln. Vom kanadischen Hafen Halifax aus sticht ein Schiff in See. Die Mackay Bennett ist voll beladen. An Bord sind 100 einfache Fichtenholzsärge und 100 Tonnen Eis. Die Mannschaft findet Tote in Abendgarderobe oder Schlafanzügen, viele bis zur Unkenntlichkeit aufgedunsen. Noch im Tod erhalten die besseren Passagiere eine bevorzugte Behandlung. Nur sie werden balsamiert und in Särge gelegt. Die anderen werden in Leinensäcken verschnürt oder gleich auf hoher See bestattet. Als das Totenschiff nach Kanada zurückkehrt, wird eine Schlittschuhbahn zur Leichenhalle umfunktioniert. Endlos reihen die Kisten sich hier, in jeder von ihnen drei Tote. Einige der Toten werden von ihren Familien nach Hause geholt, andere werden in Halifax beerdigt. Unter denen, die ihre vermissten Angehörigen suchen, ist auch Vincent Astor.
Er birgt den Leichnam seines Vaters, der nur dank eines Platinrings, eines Monogramms am Hemd und von $4,000 in seiner Tasche identifiziert wird. In New York wird John Jacob Astor wie ein Held gefeiert. Im Tode ist auch sein gesellschaftliches Ansehen wiederhergestellt. Bald ist das Geheimnis der beiden französischen Kinder geklärt. Ihr Vater wollte sie entführen. So schnell wie möglich werden die beiden zu ihrer Mutter nach Frankreich zurückgeschickt. In Astors Waldorf Astoria Hotel beginnt die Untersuchungskommission des Senats ihre Arbeit. Auch Philip Franklin wird angehört. Bruce Ismay, der britische Vorsitzende der Reederei, der sich in einem Rettungsboot in Sicherheit gebracht hat, wird verurteilt, weil er nicht, wie so viele andere Verantwortliche, mit dem Schiff untergegangen ist. Auch die Mannschaft der Kalifornien wird wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt. Der Ruf ihres Kapitäns Stanley Lord ist durch das Unglück auf immer ruiniert. In England verurteilt eine britische Kommission die Reederei wegen ihres rücksichtslosen Strebens nach immer größerer Geschwindigkeit und der tödlichen Vernachlässigung der Sicherheit. Der ehrgeizige Eigner John Pierpont Morgan hat den Riesen beim Stapellauf zuletzt gesehen. Auch er wird durch das Unglück der Titanic zugrunde gerichtet. Die amerikanische Regierung verurteilt ihn wegen der Monopolisierung wichtiger Industrien. Verbittert und erschöpft stirbt der reichste Mann Amerikas im März 1913 in Rom. ...1500 Menschen wurden am 15. April 1912 dem Traum vom unaufhaltsamen Fortschritt geopfert. Heute geht man davon aus, dass der Schwachpunkt der Titanic ihr Stahlmantel war. In der Kälte wurde er spröde und nach der fatalen Kollision bildeten Risse hunderte von Lecks. Doch das Unglück führte auch zu wichtigen Verbesserungen. Strengeren Bestimmungen für Rettungsboote etwa und der Einrichtung der International Ice Patrol zur Kontrolle von Eisbewegungen. Vincent Astor erbte $78 Millionen. Er verkaufte später das Waldorf Astoria. Es wurde abgerissen und machte einem standhaften Symbol des 20. Jahrhunderts Platz, dem Empire State Building. Madeleine Astor bekam einen Sohn, den sie John Jacob V. nannte. Sie heiratete noch zweimal, hatte zwei weitere Söhne und starb im Alter von 47 Jahren an Herzversagen. Kate Gilmore lebte in New York City bis zu ihrem 75. Lebensjahr. Immer und immer wieder erzählte sie die Geschichte ihrer wunderbaren Rettung vor Rundfunkmikrofonen und Fernsehkameras. Oh ja, vom Boot aus sah ich das Schiff sinken. Wir waren 9 Stunden lang in den Rettungsbooten. Welches Schiff rettete sie? Die Carpathia. Benjamin Guggenheims Erbe wurde unter seinen Töchtern aufgeteilt. Die damals 13-jährige Peggy nutzte ihren Anteil zur Gründung ihrer weltberühmten Sammlung moderner Kunst. Marconi, der Begründer der drahtlosen Telegrafie, erlebte, wie sich seine Erfindung zum ersten Massenkommunikationsmittel entwickelte. David Sarnoff, der Amateurfunker, der den ersten Funkspruch vom Untergang der Titanic empfangen hatte, gründete 1926 die Rundfunkgesellschaft NBC. Nur wenige Schiffe haben das Leben so vieler Menschen so nachhaltig beeinflusst. Selbst heute noch beeindruckt die zerborstene Titanic auf dem Grund des Ozeans. Ein grausiges, ewiges Vermächtnis, das an die Grenzen menschlichen Ehrgeizes erinnert und an die Macht der Meere.